Moin Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen spontanen Video. Wir müssen am heutigen Tag 8 Jahre in die Vergangenheit reisen, denn ich habe mich gefragt, was ist eigentlich mein Video mit den wenigsten Views? Und damit meine ich nicht irgendwie ein Video, was auf nicht gelistet gestellt ist oder auf privat, sondern ein Video, was wirklich 8 Jahre lang verfügbar war, was sich aber irgendwie nie jemand hier großartig angeguckt hat, beziehungsweise sogar über 8 Jahre. Ich habe hier geguckt, ich habe gesucht und ich habe es gefunden, Leute. Es ist Trackmania 2 Stadium Open Beta. Das werden wir uns jetzt zusammen angucken, ist eine kleine Reaction. Reactions gibt es ja normalerweise auf meinem Zweitkanal. Falls ihr es noch nicht wusstet, ich habe einen Zweitkanal, Leute. Nennt sich Team Paluten, da kommen täglich neue Reactions, aber das hier heute wird ein bisschen anders. Zudem ist es ja eher so ein bisschen so ein kleines Paluten-Thema. Deswegen ausnahmsweise mal hier auf dem Paluten-Kanal. Ich werde euch den Team-Paluten-Kanal ganz oben in der Videobeschreibung mal verlinken. Schaut dort sehr, sehr gerne mal vorbei. Lasst ein Abo da. Und ja, denn ich möchte mit dem heutigen Video auch vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen Mut machen, dass ihr das auch schaffen könnt. Dass ihr vielleicht auch irgendwann eine kleine Community um euch schart. Das, was irgendwie auch schon natürlich klar damals, dass das größte Ziel war, irgendwie Leute zu finden, mit denen man auf einer Wellenlänge ist und die Videos von einem feiern. Und das war damals mein Ziel. Das ist natürlich auch heutzutage noch mein Ziel. Es ist natürlich irgendwann alles, boah, komplett explodiert und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Ich meine, 511 Views, darüber würden sich sehr, sehr viele sehr, sehr freuen. Ich möchte heute auch vielleicht mal nochmal so ein paar Tipps an euch raushauen, was YouTube betrifft. Aber wir gucken jetzt mal rein. Ich möchte nämlich auch mal, ne? Wir gucken jetzt mal, wie Paletto da aussieht. Ich habe schon mal ganz kurz reingeguckt. Ist auf jeden Fall sehr interessant. So, wir gehen mal rein. Hier auf jeden Fall sehr geile Videobeschreibung. Damals hatte ich den Demo-Dienstag. Da habe ich immer so Demos oder so jeden Dienstag gespielt. Damals hat man noch Deutsch-German-Facecam in den Titel geschrieben, damit das irgendwie vielleicht mal jemand dann eher findet, weil er nach einer Facecam sucht. Damals war Facecam gar nicht so krass verbreitet. Also nicht jeder hat Facecam gemacht. Moin Leute, herzlich willkommen zur... Junge, da ist er. damals habe ich noch in Hamburg gewohnt. Auch noch zu Hause, damals habe ich noch bei meiner Mutter gewohnt. Auch ein sehr interessanter Ausschnitt. Da hat Pidüssel gezeigt, was er hat. Man sieht aber, ich habe so ein kleines Shirt, aber das hat einen sehr tiefen Ausschnitt. Keine Ahnung, was ich mir damals gedacht habe dabei. Und noch so ein schönes rotes Hemd mit der Mütze. Mein grünes Zimmer, weil ich wollte daraus mal ein Greenscreen machen. Hat alles nie so richtig funktioniert. Und auch mein Headset. Ich hatte damals nicht so ein Mikrofon, weil ich hatte auch einfach nicht die Kohle. Ich war froh, dass ich mein letztes Geld hatte ich damals einerseits für einen PC ausgegeben und auch dann für die Facecam. Weil, für die, die es vielleicht nicht wissen, ich hatte am Anfang gar keine Facecam. Aber nicht, weil ich irgendwie mir dachte, ich will mir nicht zeigen, sondern ich hatte einfach die Kohle nicht. Zu einer weiteren Folge des Demo-Dienstags. Und heute spielen wir ja nicht unbedingt ein Indie-Game und das Ganze ist auch keine Demo, sondern, wie ihr hier schon seht, spielen wir Trackmania 2 Stadium. Das Ganze befindet sich momentan scheinbar in einer Open Beta. Ich muss aber sagen, gar nicht so schlecht kommentiert. Da gibt es auch noch so einen Punkt, den ich so ein bisschen anbringen möchte. Leute, bitte, wenn ihr mit YouTube anfangt, überlegt euch das erstens ganz, ganz gut, ob ihr das machen wollt. Und zweitens, achtet ein bisschen auf eure Qualität. Ich bekomme öfter mal irgendwie so Nachrichten, zum Beispiel, wenn ich in den Kommentaren rumstöber, so, hey, guck mal auf meinen Kanal. Und dann gucke ich dann vorbei. Aber dann sind das so Aufnahmen, die komplett laggen. Und klar, das kann immer mal passieren, dass eine Aufnahme vielleicht ein bisschen ruckelt oder dass der Sound nicht optimal ist. Aber das muss die Ausnahme sein, Leute. Weil die Qualität ist natürlich mittlerweile immer, immer höher. Früher war das vielleicht noch so, dass man mit so einem Headset-Mikrofon sich so ein bisschen durchwurschteln konnte, obwohl ich den Sound auch jetzt nicht schlecht finde. Ich glaube, mich würde das heutzutage auch nicht großartig stören. Audioqualität, Videoqualität, da müsst ihr drauf achten, Leute, weil sonst hat auch keiner Lust, euch eine Chance zu geben. Und ich denke mal, wir haben jetzt genügend gequatscht. Wir wollen uns das Ganze jetzt mal angucken. Und Trackmania wird ja bestimmt vielen ein Begriff sein. Wir gehen jetzt einfach mal hier auf den Server Zero Full Speed und wir starten jetzt auch hier direkt mit der ersten Map. Und ich kann euch sagen, das Spiel, für diejenigen, die es nicht kennen, birgt teilweise einen hohen Frustrationsgrad. Ah, ist ein geiles, also Track, ich weiß gar nicht, ich glaube mittlerweile gibt es so ein paar neue Versionen logischerweise, aber das war ein geiles Spiel, muss ich sagen, also das hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ach, guck mal hier, man sieht auch New Player Paluten Zone Germany Hamburg. Oh. Der ist raus, ich hatte plötzlich so viel Luft im Bauch, es tut mir leid, Leute. Ein Fehler begeht, der kann einen schon
ja, die Runde kosten, die Bestzeit, aber wir versuchen jetzt hier erstmal. Man sieht auch da, meine Grafik ist jetzt nicht definitiv nicht die beste. Man darf aber auch nicht vergessen, damals gab es noch kein OBS. OBS hat sich, also kurz zur Erklärung für alle Leute, OBS ist ein kostenloses Aufnahmeprogramm, das benutzen 99% der YouTuber. Es gibt eigentlich kaum jemanden, der dieses Programm nicht benutzt. Es ist kostenlos und es ist einfach unfassbar gut. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der mit YouTube anfangen möchte, holt euch OBS. Ich benutze das, GLP benutzt das, jeder YouTuber benutzt das eigentlich. Und es ist halt geil, dass es kostenlos ist. Aufs Parkett zu legen, die Zeit ist jetzt erstmal neben. Aber damals brauchte man auch einen wesentlich krasseren PC. Die Anforderungen für den PC sind wesentlich runtergegangen. Die sind auch mittlerweile nicht mehr so teuer. Tatsächlich. So, jetzt geht's hier wieder links aber, rum. Aber boah, das war... Und ihr seht, das Ganze hat wenig mit Realismus oder sonst was zu tun. Ist jetzt keine Simulation. Das Ganze ist ein schöner, spaßiger Arcade-Racer. Teilweise gibt es dort auch Loopings. Und hier müssen wir jetzt wahrscheinlich mal kurz abbremsen. Oder schaffen wir das auch so um die Kurve? Ja, fast. Ah, sehr gut. Paletto, du Pässe hier besser. Jetzt geht's hier wieder nach links. Und auf jeden Fall möchte ich euch Mut machen. Natürlich, ich muss hier kurz ein Real Talk. Punkt 1, verkackt nicht eure Schule, weil ihr YouTube machen wollt. Zieht eure Schule erstmal durch. Bitte sichert euch irgendwas. Nicht, dass ihr denkt, ja, ich bin jetzt 15 und scheiß auf meinen Hauptschulabschluss oder scheiß auf Real oder sonst was. Ich ziehe das jetzt mit YouTube durch. Nee, Leute, nee. Ihr könnt das so ein bisschen beiseite machen, aber Priorität sollte schon die Schule haben. Ich weiß, ich klinge jetzt vielleicht wie eure Eltern, Lehrer oder sonst was, aber stellt euch vor, das wird mit YouTube nichts und ihr steht plötzlich mit gar nichts da. Das wäre halt absoluter Worst Case, deswegen, Leute, zieht das durch. Lasst euch von der Schule nicht abbringen wegen sonst was oder so. Versucht da ein gesundes Mittelmaß zu finden. So, sorry, ich habe jetzt kurz den roten Faden verloren. Ich möchte euch aber nur sagen, Leute, wenn dieser Typ das irgendwie geschafft hat, ich glaube, jeder kann YouTuber werden. Aber man darf es nicht immer so, also man darf da nicht so verkrampft rangehen und ich will jede Woche will ich 1000 Abonnenten, im Jahr will ich 1000 Abonnenten. Leute, versucht die Leute zu unterhalten. Der Rest kommt von alleine. Jetzt geht's aber mal weiter. Hier kommt auch der erste Looping. Und hier switcht das Ganze dann auch in eine andere Kameraperspektive. So, jetzt hier schön innen nehmen. Oh nein, jetzt crashen wir hier. Guckt euch mal diesen Typ an. Der ist nicht perfekt. Der labert einfach ein bisschen. Kosten. Aber das Gute ist manchmal auch, dass man... Gut, okay, das Video ist vielleicht nicht das beste Beispiel, weil es hat sich ja irgendwie von mir niemand richtig angeguckt. Aber ey, von dem Video, was 511 Views hat, zu Videos, die... Es gibt ja manche Videos von mir, die über 1 Million Klicks haben, was ja einfach... Also was völlig verrückt ist, 1 Million, also 1 Million Mal wurde das aufgerufen. Generell wurden meine Videos jetzt ja schon das ein oder andere, ich glaube, lass mich nicht lügen, auf jeden Fall über 3 Milliarden Mal wurden die Videos insgesamt von mir schon aufgerufen, was halt, das ist eine Zahl, die ist einfach nicht greifbar. Nicht wieder von vorne anfangen muss, sondern das Ganze speichert an bestimmten Punkten auch eigenständig ab. Warte mal, hier vorne war doch das Ziel und ich glaube, wir sind's. Wir sind sogar ins Ziel gekommen. Oh, Paletto Platz 6. Auf Position 6. Also die schlechteste Zeit sind wir jetzt nicht gefahren. Und das Ganze versuchen wir doch jetzt mal zu verbessern. Ich meine, am Anfang ging das alles noch ganz gut. Dann hatten wir einmal diesen kurzen Crash und dann... Ja, hat uns was auch ganz interessant wertvolle ist, Sekunden gekostet. Damals war es auch noch so, dass man Start-Stopp-Aufnahmen hatte. Mittlerweile ist ja jedes Video letztlich gecuttet. Aber damals war es so, man hat die Aufnahme angemacht und dann beendet. Die Zuschauer wollten das auch oftmals, dass da kein Cut drin ist, sondern man wollte das komplett ungefiltert haben, was ich auch verstehen kann. Aber ich finde es eigentlich cool, ja, das ist mittlerweile alles so ein bisschen mehr auf Zack und ein bisschen cooler geschnitten. Ja, spricht mich persönlich auch immer mehr an. Und ich persönlich kann es wirklich nur jedem empfehlen, sich das einfach mal herunterzuladen, das zu testen. Die einzige Einschränkung ist, glaube ich, dass man dafür Steam benötigt. Aber die meisten von euch werden ja Steam sicherlich auf dem PC haben. Das sehe ich ja auch immer in unserer... Damals hat auch noch keiner so oder so gut wie niemand auf dem Handy gespielt. Palutens Legion. Die ist schon seit mehreren Wochen offen. Wer da gerne rein möchte, da bekommt die dann immer Steam-Gruppe. Informationen, wann ich Noob to Commander oder so spiele. Und oh, das war gestern schon wieder. Damals habe ich dann immer Call of Duty mit der Community gespielt. Okay, jetzt werden wir das Ganze nochmal. Warte mal, wie kommen wir denn wieder komplett an den Anfang? Der Junge hat keine Ahnung. Ein bisschen nervig. Nur gut, da habe ich. Ich habe, glaube ich, bestimmt über 15 Minuten aufgenommen und auf einmal, blub, Bildschirm aus. Dann dachte ich, okay, was ist hier los? Und ja, dann ein paar Sekunden später ist mein PC ausgegangen. Und die Aufnahme konnte ich leider nicht mehr retten. Das war sowas von ätzend. Vor allen Dingen waren wir so viele. Ich habe relativ spät abends aufgenommen. Und wir waren, glaube ich, am Anfang schon locker 10 Leute. Ja, tut mir wirklich echt leid. Aber das ist eben, manchmal ist man ein wenig
an die Technik gebunden und dann verteufelt man sie, aber ohne kann man auch nicht leben. Nichtsdestotrotz versuchen wir jetzt nochmal hier eine Bestzeit hinzulegen, das wird uns nicht gelingen. Genau, hier sieht man auch immer schön 11 Sekunden langsamer als unsere letzte Zeit. Und gut, Paluten ist jetzt bald auf dem letzten Rang. Komm schon, das müssen wir doch jetzt nochmal hinlegen. Wie sind Letzter? Was ist denn da los? Warum sind denn alle besser als ich? Auf der rechten Seite sieht man die lokalen Rekorde und was ist Diddy Mania Records? Nun gut, das sind jetzt Sachen, die uns nicht interessieren müssen. Wir wollen jetzt erstmal unsere Zeit verbessern. Und da bin ich auch mal gespannt, wann die erste Einblendung kommt. Das gebe ich kurz. Ich muss sagen, dass mich das gerade gar nicht wirklich so richtig interessiert. Oh, und jetzt haben wir es gerade schon. Ich will jetzt wissen, ob ich es schaffe oder nicht. Oh, wow, haben wir gerade geschafft. Ich skippe mich selbst. Das war's jetzt. Sekunden schneller. Und? Schaffe ich es jetzt? So, hier jetzt rum. Warum bin ich denn so langsam? Warum sind denn alle so schnell? Und schon kein Fehler mehr. Was? Und das war's jetzt auch schon mit dieser Runde. Na toll. Und ich denke mal, ich bin Vorletzter geworden? Doch da 13. von 16. Ich wiederhole mich gerne. Das Spiel gibt es kostenlos auf Steam. Ist eine Open Beta. Und ja, wer sich das holen will, der wird sicherlich sehr, sehr viel Spaß damit haben. Und ich meine, das ist kostenlos. Und es ist wirklich ein schönes Multiplayer-Game. Und für heute war es das dann auch schon. Ein bisschen wie ein Placement ist aber keins. Und beim nächsten Mal werden wir uns dann wahrscheinlich wieder einen Indie-Titel greifen. Okay. Von der Xbox. Und darauf könnt ihr dann auf jeden Fall gespannt sein. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Stimmt. Ich glaube, ich weiß auch noch, warum ich diesen Demo-Dienstag gemacht habe. Weil ich damals auch nicht so viel Geld hatte, mir ständig neue Videospiele zu kaufen. Man hat YouTube nicht gemacht wegen dem Geld oder wegen sonst was, weil du hast eh nichts verdient mit YouTube. Obwohl ich glaube, zur damaligen Zeit konnte man schon monetarisieren, aber da, ich weiß nicht, wie viel 1.000 Euro ich da wahrscheinlich am Anfang reingebuddert habe, allein für meinen PC, Ausrüstung und alles. Ich fand diesen Gedanken sehr, sehr geil, dass Leute mir zugucken, wie ich Computerspiele spiele und dass man eben die gleichen Interessen teilt und klar, dass das jetzt mittlerweile, dass ich damit meinen Lebensunterhalt verdienen kann, logischerweise Geld zur Seite, Das ist ein Traum und ich finde es cool, dass dieser Traum wahr geworden ist von jemandem, der einfach nur ja, seine Leidenschaft, das Zocken so ein bisschen geteilt hat. Ist verrückt, ist es schön. Ja, ich wollte euch einfach hiermit einfach ein bisschen motivieren, dass auch dieser Traum bei euch wahr werden kann. Vielleicht nicht morgen, vielleicht auch nicht übermorgen, aber am Ende des Tages kann es jeder. Man sollte, glaube ich, einfach versuchen, Spaß zu haben, es nicht auf Krampf zu machen und nicht so diese Einstellung, ja, ich muss jetzt irgendwie in einer Woche 1.000 Abonnenten haben oder so, oder ich muss da so und so viel Geld verdienen oder ich will damit, dass das bald mein Beruf ist. Nee, geht das locker an, Leute. Ich glaube, das war's jetzt auch. Ich glaube, das ist Ende Gelände. Kleine nette Sache. Wie am Anfang erwähnt, guckt gerne beim Team Paluten-Kanal vorbei. Da könnt ihr jetzt einfach drauf tabben. Lasst gerne ein Like da. Ist ein kleines, spontanes Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Und habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.